Schau nur kurz mit der Kamera und mit der Technik und muss aufpassen, gestern war nämlich mein Kopf so abgeschnitten, dass ich das alles gut einstelle. Und dann geht es gleich los. Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht schreibst du mal kurz in die Kommentare, in den Chat, von wo du heute dabei bist. Also mich interessiert immer, von wo die Teilnehmer dabei sind. Wir werden ja jeden Tag mehr. Ich finde das großartig, dass du mitkochst und dir Zeit nimmst und jetzt dabei bist. Und gleich geht's los. Ja, es kommen laufend welche rein. Hallo, schön, dass du da bist. Wir kochen und backen heute gemeinsam Brot. Und zwar ein schnelles Dinkelbrot und ein Knäckebrot gibt es heute. Ich mache noch einen letzten Check bei der Technik und ich glaube, dann passt alles soweit. So, ich glaube, so siehst du mich ganz gut, wo der Kopf nicht zu sehr abgeschnitten ist. Ja, danke für die Kommentare. Ich schaue auch nach und nach immer rein. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen, einfach in die Kommentare oder in den Chat schreiben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich wirklich schon jeden Tag auf 12 Uhr auf unser Date. Ich bin jetzt auch schon seit Montag, den sechsten Tag, allein zu Hause, wie es so schön heißt. Und die Treffen hier mit dir online, die haben einen super Vorteil. Ich ziehe mich jeden Tag gescheit an, weil ich wäre sehr verführt, heute bei dem Wetter den ganzen Tag in der Jogginghose und im T-Shirt zu bleiben. Und wenn ich aber hier auf Video bin, bedeutet das, mich anzuziehen, mich gut zu frisieren. Und das tut gut, weil im Homeoffice ist auch wichtig, ein bisschen so in diesem Business-Modus zu sein. Also ich bin gespannt, wie es dir geht, ob du in der Jogginghose, im Pyjama, auf der Couch sitzt und jetzt zuschaust. Oder bist du vielleicht in der Küche und wartest schon darauf, dass wir loslegen? Wir machen heute ein schnelles Dinkelbrot und ein Knäckebrot. Das Knäckebrot ist so ein Renner aus meinen Kochkursen. Also für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin nach traditionell chinesischer Medizin. Seit fast 20 Jahren mache ich Ernährungsberatungen. Ich hatte auch 10 Jahre hier in Wien ein Kochstudio und ich habe so im Durchschnitt so 2 bis 3 Mal im Monat einen Kochkurs gemacht. Und dieses Knäckebrot war immer ein Highlight und deswegen möchte ich dir zeigen, wie das geht. Es ist nämlich ganz einfach. Und am besten legen wir los und während dann, also Gehzeit wird der Teig heute nicht haben. Ich habe extra ein schnelles Rezept gewählt, aber es ist zwischendurch immer wieder Zeit, dass ich dir Fragen beantworte und was erkläre. Und ja, dann fangen wir an. Ganz, ganz wichtig, ich verwende heute eine Küchenmaschine. Du kannst aber alles mit den Händen kneten. Erstens, also ich liebe meine Küchenmaschine, weil es mir wirklich sehr den Alltag erleichtert und ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, nicht mit den Händen zu kneten, weil wenn ich am Computer greife, um dir Fragen zu beantworten, ist es nicht so gut, wenn auf den Händen alles voll Mehl ist. Und ich habe mir gedacht, ich zeige dir auch, wie einfach du deine Brötchen noch ein bisschen wertvoller machen kannst. Ich werde ein Fünftel des Mehls frisch mahlen. Wir machen ja Dinkelbrot und für Dinkelbrot brauchen wir 500 Gramm Dinkelmehl. Und ich habe jetzt extra ein paar frische Körner vorbereitet, 100 Gramm, und die werde ich jetzt 30 Sekunden frisch mahlen. Also nicht wundern, wenn es jetzt kurz in meiner Küche ganz, ganz laut wird, aber ich zeige dir mal, wie schnell das geht, noch ein bisschen einen vollwertigen Charakter hineinzubringen. Frisch geriebenes oder gemahlenes Mehl ist einfach sehr, sehr hochwertig, weil da wirklich auch die Gleie dabei sind, die ganzen Ballaststoffe, und das mache ich jetzt. So. Ich habe auch die Waage in meiner Küchenmaschine integriert. Das ist auch immer recht praktisch. Da gebe ich jetzt die 100 Gramm hinein. Aber ich habe es eh vorher auch schon vorbereitet. Und wie gesagt,
Nicht schrecken, es wird jetzt 30 Sekunden etwas lauter, weil ja diese Körner im Topf herumfliegen. Und ich schaue dann gleich einmal, ob der Ton generell passt und ob ihr mich alle gut hört und seht. Der Spuk ist vorbei. Meine Katzen sind geflüchtet. Die habe ich jetzt im Schlaf aufgeschreckt. Sie hassen den Thermomix und die Küchenmaschine. Das mögen sie gar nicht, weil das so viel Lärm ist. Hier siehst du frisch gemahlenes Getreide, frisch gemahlener Dinkel. Und im Unterschied zu einem gekauften Mehl ist das natürlich ein bisschen dunkler, weil eben Kleie dabei ist. Was wichtig ist, wenn du mit Vollkornmehl arbeitest, brauchst du oft ein bisschen mehr Flüssigkeit, ein bisschen mehr Wasser. Warum backe ich gerne Brot selber? Weil ich weiß, was drinnen ist. Es ist heutzutage wirklich schon problematisch, diese fertigen Brote zu kaufen, weil da bis zu 200 Backtriebmittel, Hilfsmittel, technische Zusatzstoffe drinnen sind. Und die müssen nicht einmal deklariert werden. Das heißt, wir haben da wirklich mit ganz vielen Substanzen zu tun, die aus meiner Erfahrung oft die Ursachen sind für Magen-Darm-Beschwerden. In einem Brot sind nicht mehr wie 5 Zutaten drinnen, wenn ich selber mache. Ich habe jetzt Mehl. Da kommt jetzt noch dazu 400 Gramm fertiges Mehl. Ich habe hier ein Bio-Dinkel, ein feines Mehl. Das heißt, da kommen jetzt noch die restlichen 400 Gramm dazu. Und du kannst alles in eine Schüssel geben oder direkt auf die Arbeitsfläche mit der Hand kneten. Oder du nimmst den Rühraufsatz vom Mixer oder du hast auch eine Küchenmaschine. Also mach, wie es für dich gut passt. Habe ich ein bisschen zu viel hineingegeben. Ich bin an und für sich jemand, der sehr nach Gefühl kocht, aber bei Kuchen, Teigen und auch bei Brot ist ganz gut, wenn man nach Rezept kocht und auf die Menge achtet. So, jetzt haben wir 500 Gramm Mehl drinnen. Das Wichtigste, dass wir einen guten Geschmack haben, ist Salz. Das wissen auch die meisten nicht. Das salzhaltigste Lebensmittel in Österreich, Deutschland und Schweiz ist Brot. Also im Brot ist relativ viel Salz. Ich gebe jetzt auch so 1,5 Teelöffel hinein. Dann kommt Wasser. Beim Wasser, also darauf achten, wenn du Vollkornmehl verwendest, brauchst du ein bisschen mehr Wasser. Und ich nehme jetzt einmal so 200 Gramm Wasser. Ich kann nachher ja noch was dazugeben, weil ich gebe auch ein bisschen Öl im Teig. Das Rezept, das ich dir geschickt habe, da ist kein Öl drinnen, aber ich habe mir es heute noch einmal angeschaut. Mit ein bisschen Öl wird es geschmeidiger. So, jetzt konzentriere mich kurz, dass ich nicht zu viel habe. Wasser kriege ich dann nicht mehr so gut raus. So. Und jetzt gebe ich 40 Gramm Öl dazu. Du kannst Olivenöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl nehmen. Ich nehme ein Rapsöl, weil da sind auch die Fettsäuren recht gut ausgewogen. Und das ist ein sogenanntes gesundes Öl, wo eben Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren drinnen sind. So, 40 Gramm. Dann ein halber Würfel frische Germ. Das ist immer gut, wenn du es ein bisschen zerbröselst. Ein bisschen Honig oder was Süßes als Nahrung für die Hefe.
Für den Germ braucht ein bisschen süß, wobei im Mehl natürlich auch Kohlenhydrate drinnen sind. Und das Wichtigste, Brotgewürz. Jetzt duftet schon. Ich mache mir das Brotgewürz immer selber aus einer Mischung zu gleichen Teilen Fenchel, Anis, Kümmel und Koriander. Also ich nehme dann immer gleich 100 Gramm Koriander, 100 Gramm Fenchel, Kümmel und Anis und mahle mir es im Thermomix. Du kannst aber auch Fertigbrotgewürz kaufen und meistens sind diese vier Gewürze in gleichen Anteilen. Und ich gebe da wirklich 1 bis 2 Esslöffel hinein, weil die Gewürze helfen, dem Verdauungsorganen ein bisschen das Ganze zu verdauen. Also bei mir kommt viel Gewürz hinein und wenn du vielleicht Koriander nicht magst, dann lass ihn weg und nimm von den anderen Gewürzen ein bisschen mehr. So, das ist es. Du hast eine Handvoll Zutaten drinnen und das Ganze wird jetzt 2 Minuten geknetet. Und ich lasse halt die Maschine kneten. Ich hoffe, du hörst mich gut. Was ich da auch noch erzählen möchte, in der chinesischen Medizin heißt es ja immer, ja, Brot essen ist nicht erlaubt und ist verpönt. Ich bin da nicht ganz so streng, weil ich einfach auch sehe, im Alltag fällt es den Menschen ganz, ganz schwer, aufs Brot zu verzichten. Vor allem, wenn du so eine sogenannte Leber-Qi-Stagnation hast und du gern in was Festes reinbeißen willst. Ich empfehle aber immer, dass das Brot, so was dazu gegessen wird, was suppig, saftig, soßig ist. Also zum Beispiel einen Gemüseeintopf, irgendeine Suppe. Da kannst du dir wirklich vorstellen, wenn du das Brot isst, dann schwimmt das in dir drinnen auch ein bisschen, dann ist es nicht zu trocken. Das ist immer meine Empfehlung, nicht eine trockene Brotmahlzeit zu essen, sondern es mit Gemüse, mit einem hochwertigen Essen zu kombinieren. Meine Küchenmaschine knetet ganz brav, jetzt bin ich richtig arbeitslos, aber genau deshalb liebe ich es auch, ein bisschen unterstützende Geräte in der Küche zu haben, weil in der Zeit kann ich Geschirrspüler ausräumen, irgendwas schon wieder herrichten. Also ich genieße es schon, auch technische Unterstützung zu haben. Und was auch ein weiterer Vorteil ist, es geht oft schneller, dass man selber etwas macht. Ist der Teig gleich fertig? Ich schaue mal, welche Fragen es gibt. Ja, super. Ihr seid von überall dabei, aus Salzburg, aus Graz, das ist großartig. Aus Stockerau, aus Wien, aus der Nachbarschaft. Also ich finde das so schön, dass wir uns hier treffen und gemeinsam kochen. So, der Teig ist gleich fertig. Zeig dir meinen Teig. Ist perfekt geworden. Und ja, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder machst du wirklich ein Brot im Ganzen. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt Brötchen, weil die Brötchen gehen ein bisschen schneller mit dem Backen und das geht sich dann vielleicht sogar aus, dass sie fertig sind, wenn ich dir jetzt dann auch noch das Knäckebrot erkläre. Und jetzt schaue ich, dass ich die Kamera da ein bisschen nach unten bringe. Ja, jetzt siehst du zwar keinen Kopf von mir, siehst meine Futterautomaten von den Katzen im Hintergrund, auch gut, aber du siehst hier dieses Backblech und ich nehme jetzt einen Teller raus mit dem Teig. Jetzt müsstest du das gut sehen. Ich nehme jetzt einmal den Teig raus. Ja, wunderbar. Wenn man gut nach Rezept arbeitet, dann geht er auch schön aus dem Topf raus. Und du kannst diesen Teig, das ist auch komisch aus, wenn du mich nicht siehst, du kannst diesen Teig jetzt wirklich so ein bisschen in ein Viereck formen und in eine Kastenform geben. Und wenn du ein ganzes Brot machst, würde ich da auch empfehlen, den Teig 30 bis 60 Minuten gehen zu lassen. Wenn du schnelle Brötchen machst, also morgen ist Sonntag, Geschäfte haben sowieso momentan eher zu. Wenn ich oft schnell Brötchen brauche, mache ich genau diesen Teig und mache mir dann Baguette oder Brötchen draus, weil da habe ich wirklich in einer halben Stunde frische Brötchen.
Also ich sage dann immer, ich wäre viel zu faul, da rauszugehen, zum Bäcker zu gehen. Es geht einfach schneller, wenn ich was selber mache. Und das mache ich jetzt auch. Ich wasche mir nur kurz die Hände. Hände waschen ist ja momentan ganz, ganz wichtig. Wirklich denk öfters dran, dass du dir regelmäßig die Hände waschst. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern generell ist das eine gute Idee. Jetzt lasse ich dich wieder zuschauen. So. Ja. Ich nehme mir jetzt vom Teig kleine Stückchen. Du siehst, der ist schön geschmeidig, ja. Und dann habe ich noch vorbereitet ein bisschen Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Und da tunke ich das noch rein und gebe mir dann auf dieses Blech das Brötchen drauf. Dieses Blech, vielleicht auch noch ganz kurz, das ist was Besonderes. Das ist ein sogenanntes Baguette-Backblech. Du siehst, es hat Löcher. Und diese Löcher haben den Vorteil, dass die Hitze besser durchkommt und da kriegst du eine schöne Kruste, dass es auch knusprig wird. Das kriegst du als Zubehör, kannst du im Haushaltswarengeschäft bestellen und sowas finde ich ganz, ganz praktisch. Wichtig ist, wenn du das hast, das hat eine spezielle Beschichtung und das darf nie in den Geschirrspüler und mir fällt jetzt gerade wieder ein, meines ist einmal versehentlich durch meine Putzhilfe im Geschirrspüler gelandet und deswegen gebe ich jetzt ein Backpapier drauf, weil sonst bleibt es hängen. So. Dann machen wir jetzt die Brötchen gemeinsam. Jetzt schreib mir dann einmal, wenn deine Hände wieder sauber sind, ob du mitmachst oder zuschaust. Ich werde da jetzt Brötchen formen. Es werden vermutlich 10 bis 12 Brötchen. Wenn du rechnest, normalerweise kostet ein Vollkornbrötchen, ich weiß gar nicht, was es kostet, habe schon so lange keines eingekauft, aber ich denke, das kostet sicher um die 60, 80 Cent. Und wenn man 10 Brötchen macht, sind das 6 bis 8 Euro. Ich glaube, ich habe hier jetzt mit dem Mehl und mit den Gewürzen, sagen wir mal 1 Euro oder 1,50 € an Zutaten. Das heißt, selber Brot backen, selber Brötchen machen, ist auch um einiges preiswerter, als es zu kaufen. Ja, vielleicht schreibst du mir auch kurz in die Kommentare oder in den Chat, wie du es so machst. Ist das das erste Mal, dass du jetzt bewusst Brot oder Brötchen backst oder machst du das regelmäßig? Ich weiß, in meinem Umfeld gibt es ganz, ganz viele, die regelmäßig mit Sauerteig Brot backen. Und wir bereiten auch gerade einen Newsletter vor zum Thema selber Brot backen, weil jetzt, wenn wir zu Hause sind und mehr Zeit haben, das ist auch mit Kindern was ganz was Wunderbares. Also du siehst, dieser Teig ist sehr gut zu verarbeiten. Wenn du Kinder hast, hol sie in die Küche und mach mit ihnen gemeinsam Brötchen. Du kannst Brezeln formen, du kannst Salzstangerl draus formen, du kannst Semmeln machen, also was immer du möchtest. Ich mache jetzt so ein bisschen runde und ein bisschen längliche Brötchen. Und poste bitte auch wieder deine Brötchen. Verlinke zu mir auf Social Media. Verwende gerne den Hashtag „Der Mund ist das Tor zur Gesundheit“. Das ist ein chinesisches Sprichwort und ich bin da komplett davon überzeugt, dass unser Körper und das Immunsystem besser funktionieren, wenn wir uns gut ernähren. Und ja, erstens bin ich gespannt, wie deine Brötchen oder dein Brot ausschauen. Und ich verlose auch heute wieder 3 Kochbücher unter allen, die mich in ihren Stories erwähnen oder in ihrem Social Media Feed, um möglichst viele Menschen noch zum selber Brot und Brötchen backen zu begeistern. Die Rezepte gibt es auf jeden Fall auch zum Download. Einfach gehen auf einfach-essen.com/
Online-Kochkurse. Und dort kommt dann ein Dokument mit den Rezepten der ganzen Woche mit einer Einkaufsliste. So, gar nicht so einfach. Brötchen formen, reden, aufs Video schauen. Hier sind jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Brötchen. 2 sind ein bisschen größer. Ich gebe die jetzt ins kalte Backrohr. Ich mache bewusst das so, dass ich den Backofen nicht vorheize, weil während des Aufheizens des Backofens hat der Teig noch ein bisschen die Möglichkeit zu gehen. Und das kommt jetzt in den Backofen bei 200 Grad und ich stelle mal 30 Minuten ein und dann schauen wir, wie sich das ausgeht mit dem Video. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich habe so einen komplizierten Backofen, der auch eine Dampfgarfunktion hat. Wenn du das hast, es ist eine gute Idee, wenn du ein bisschen Feuchtigkeit dazu gibst, weil dann wird es saftiger. Vom Trockengerm würde ich ein ganzes Backerl nehmen, weil jetzt gerade die Frage kommt, ob man den Brotteig auch mit Trockenhefe, Trockengerm machen kann. Selbstverständlich würde ich einfach so ein kleines Backerl nehmen. Ich glaube, das sind 2 Gramm, 4 Gramm, also einfach ein Backerl Trockengerm. Das geht selbstverständlich genauso gut. So, und jetzt haben wir das Dinkelbrot einmal drinnen. Braucht circa eine halbe Stunde, dass sich eben der Backofen noch aufheizt. Und dann machen wir jetzt das Knäckebrot. Und fürs Knäckebrot habe ich mir auch was überlegt. Das kannst du mit jedem Mehl machen, mit dem du möchtest. Du kannst Dinkelmehl nehmen, Weizenmehl, aber es eignet sich auch sehr gut, dass du glutenfreie Mehle verwendest. Das heißt Buchweizenmehl, Maismehl, Reismehl, also was immer du willst. Ich stelle in der Ernährungsberatung immer wieder fest, dass Menschen, die eine Glutensensitivität oder Glutenunverträglichkeit haben, sich dann glutenfreie Brote kaufen, aber die Probleme im Bauch werden nicht besser. Einerseits, weil in diesen fertigen glutenfreien Broten sind auch wieder ganz, ganz viele Hilfsmittel drinnen, die eben für die Bindung vom Brot sorgen. Und das sind häufig so ballaststoffartige Substanzen, die erst recht wieder Beschwerden im Bauch auslösen. Und dieses Knäckebrot ist eine sehr, sehr gute Alternative, dir selber so etwas zu machen. Und ich habe mir gedacht, ich mache es heute mit einer Mischung aus Buchweizen und Hirse. Ich habe mir Buchweizenkörner und Hirse vorbereitet. Buchweizen liebe ich sehr, weil er so einen nussigen Geschmack hat. Und ein bisschen Hirse, das ich mische. Und da ich eine Küchenmaschine habe, die auch Getreide mahlt, mahle ich mir das jetzt frisch. Du kriegst aber im Drogeriemarkt, Reformhaus und in den meisten Supermärkten selbstverständlich auch schon fertiges Buchweizenmehl oder Hirsemehl und kannst auch ein ganz normales Dinkel- oder Weizenmehl verwenden. Aber ich habe mal gedacht, ich zeige dir, wie du das gleich glutenfrei machen kannst. Ich brauche 300 Gramm Mehl, das heißt, ich werde jetzt 300 Gramm Buchweizen-Hirsemischung kurz mahlen. So. Nicht schrecken, es macht wieder kurz einen Lärm. Es dauert nicht so lange. Ist auch nicht ganz so laut. Thank you.
jetzt 15 Sekunden. Und ich habe eine schöne Mischung Buchweizen und Hirsemehl. Und dieses Knäckebrot ist ganz einfach, alle Zutaten vermischen. Also entweder in einer Schüssel mit einem Kochlöffel verrühren oder mit einem Mixer vermischen oder mit den Teigknethaken. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich schaue zur Sicherheit am Rezept, was ich vorbereitet habe. Wir geben jetzt noch 100 Gramm verschiedene Samen, Körner dazu. Ich habe ja hier noch einen Rest von dieser Sonnenblumen-Kürbiskernmischung. Das kommt hinein. Und dann habe ich noch vorbereitet eine Mischung aus Leinsamen und schwarzem Sesam. Der schwarze Sesam ist besonders kalziumreich und ist auch vom Geschmack ein bisschen intensiver. Du kannst auch normalen hellen Sesam nehmen. Also das kommt auch noch dazu. Dann braucht das Ganze wieder etwas Öl. Also auch da Öl deiner Wahl. Ich werde wieder dieses Rapsöl nehmen. Ich mag Rapsöl, auch vom Geschmack. Und da brauche ich wieder 100 Gramm. So, das ist relativ viel. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen Wasser dazu, so 150 bis 200 Gramm. Ich nehme mal so in der Mitte 170. Der Wassergehalt hängt ein bisschen damit zusammen, welches Mehl du nimmst. Wenn du Vollkornmehl nimmst, brauchst du wieder mehr Wasser. Ich habe jetzt dieses Buchweizen- und Hirsemehl, das ist sehr fein und hat wenig Gleie. Das wird nicht so viel Wasser brauchen. Du kannst selbstverständlich auch hier wieder Gewürze dazugeben, was immer du möchtest. Also ein bisschen Brotgewürz werde ich auch reingeben, weil ich es sehr gerne mag. Das duftet großartig, ich liebe es. Und Salz brauchen wir auch wieder. Ich gebe so einen Teelöffel Salz hinein. Ja, und das Ganze jetzt einfach in der Schüssel vermischen. Es geht wirklich gut auch mit einem Kochlöffel. Also du brauchst da überhaupt nichts Kompliziertes. Aber ich habe die Küchenmaschine eh schon angepatzt, sagen wir hier in Wien. Also jetzt vermische ich das einfach kurz. So, ich schaue mal rein, weil da habe ich jetzt keine fixe Einstellung. Ganz wunderbar der Teig vermischt. So, jetzt mache ich mal hier ein bisschen Platz, weil das müssen wir jetzt ganz dünn ausrollen auf Backpapier. Und jetzt räume ich kurz die Küchenmaschine weg, damit du mir gut zuschauen kannst. Ich brauche einen Assistenten oder eine Assistentin, aber wir sind ja alle isoliert zurzeit. Das kurz weg, dann siehst du gut in meine Küche. Ich glaube, jetzt siehst du gut auf meine Arbeitsfläche. Ja, sehr schön. Backpapier, ganz wichtig, damit es nicht kleben bleibt. Da fällt mir ein, ich habe einmal mit einer englischen Touristengruppe Apfelstrudel gemacht im Kochstudio, ich glaube mit 15 bis 20 Personen auf Englisch. Und ich war so aufgeregt, auch mich auf Englisch zu konzentrieren. Und dann habe ich den Apfelstrudel direkt auf der Arbeitsfläche gemacht, ein richtig schönes, langes Stück, und habe vergessen, darunter Papier oder ein Küchentuch zu legen. Und dann haben wir den irgendwie runterkratzen müssen. Und bei dem Knäckebrot ist es genauso. Du brauchst drunter etwas. Und da der Teig relativ feucht ist, empfehle ich dir, ein Backpapier unterzulegen. Schau ich mal, ob es Fragen gibt.
Das kann ich nachher auch beantworten. So. Auf dieses Backpapier kommt jetzt der Teig. Ich zeige dir noch einmal, der ist so relativ dick, klebrig. Aber genau weil er so klebrig ist, kann man wirklich gut einfach in einer Schüssel vermischen. So. Teig rausnehmen. Das geht jetzt vermutlich bei dir aus der Schüssel leichter. Aber jetzt habe ich schon fast alles. Einmal noch, dann ist alles da. So. Kurz die Hände waschen. Hast du schon einmal ein Knäckebrot gemacht oder ist das das erste Mal? Ich kenne auf Märkten immer dieses Hildegard-Knäckebrot, wo dann auch Bertram und diese ganzen Hildegard-Gewürze drinnen sind. Und da gibt es oft so 6 bis 8 Scheiben, schön eingepackt, um oft 8, 9, 10 Euro. Und jetzt siehst du mal, wie einfach du das selber machen kannst. Nudelwalker brauchen wir. Und jetzt kommt eine zweite Lage Papier da drauf. Das brauchst du, damit da diese Masse nicht auf dem Nudelwalker kleben bleibt, weil es ein relativ zäher, saftiger Teig ist. Ja. Ich drücke das mit den Händen schon ein bisschen flach und dann wird einfach mit dem Nudelwalker gewalkt. Möglichst gleichmäßig, dass der Teig auf dem Papier bleibt. Ist, das kannst du auch drehen, weil es geht immer besser, wenn du so von dir wegwalkst. Es bewegt sich leider ein bisschen, wenn du Kinder hast, Mitbewohner, die können dir helfen. Und bei mir kommt hier der Teig raus und gebe ich hier, wo noch Platz ist, dazu. Also das ist mit Kindern wirklich ganz lustig, weil man da auch ein bisschen herumwachsen kann, wenn man möchte. So, jetzt geht's schon schön. Möglichst dünn auswalken. Das jetzt hier auf. Ich denke, du siehst das ganz gut. Und jetzt kannst du dieses Papier runterziehen und hast flach ausgewalkt den Teig. Je nachdem, wie perfektionistisch du veranlagt bist, schneidest das jetzt schön quadratisch, dass du die Reste auch hast. Und ich mache jetzt so längliche Schnitten. Und das geht ganz gut bei mir mit diesem Spatel. Ah, du kannst auch ein Messer nehmen, also am besten ein Buttermesser oder etwas, was nicht so stark schneidet, damit das Papier unten nicht beschädigt wird. Ich lege es wieder runter vom Brett, weil es passt besser. Ja, auf der flachen Fläche. Ich glaube, du siehst es eh ganz gut, gell? Jetzt musst du schauen. So. Ich lasse die ausgefransten Enden aber ganz normal drauf, weil ich backe es gleich mit. Die schmecken ja auch gut.
mache jetzt einmal so längliche Bahnen. Der Teig schaut auch farblich super aus mit dem schwarzen Sesam. Und dann mache ich auch noch der Gruyère. Ich hoffe, du siehst das ganz gut. Und das ist es eigentlich schon. Das Ganze kommt jetzt auf ein Backblech. Da habe ich auch wieder so ein gelochtes, ein sogenanntes Pizza-Backblech. Diese Löcher haben eben den Vorteil, dass die Hitze schön gleichmäßig von unten dazukommt und dadurch wird es schön knusprig. Da lege ich das jetzt drauf. Ich möchte das jetzt schön zeigen. Das werden jetzt 2, 4, 5, 3 mal 5, 15 schöne Schnitten Knäckebrot. Extrem nährstoffreich, weil ganz viele Nüsse, Samen quasi drinnen sind. Die sind sehr, sehr gesund. Also in der chinesischen Medizin sagen wir, das stärkt die Nierenenergie. Und es ist auch Öl drinnen, das heißt, das sättigt sehr, sehr gut. Durch das Öl ist der Blutzuckeranstieg vom Mehl nicht so stark. Also das ist wirklich, wenn du eine so eine Scheibe hast zum Knappern, zu einer Suppe dazu, da brauchst du meistens gar nicht mehr, weil das wirklich sehr, sehr sättigt und ist ein guter Brotersatz. Ich habe jetzt bei mir im Backofen ein bisschen Feuchtigkeit dazu geschaltet für das Brot und dieses Knäckebrot sollte ja schön knusprig werden, das heißt, da ist das jetzt nicht so gut, aber ich schaue mal, wie weit mein Backofen schon ist. Ich möchte einfach einmal zeigen, wie die schon aufgegangen sind. Normalerweise macht man das nicht, einen Backprozess zu unterbrechen. Aber du siehst hier, wie toll die Brötchen werden und ich gebe sie jetzt wieder hinein. Und wenn sie fertig sind, weil ich hier 20% Feuchtigkeit dabei habe, gebe ich dann separat das Knäckebrot rein. Das heißt, ich schaue mir jetzt die ganzen Fragen an und beantworte dir Fragen. Wenn du etwas wissen willst, bitte gerne Frage posten. Und die wichtigste Frage für mich ist, ich habe jetzt von Dienstag bis Samstag bis heute mal diese Kochkurse geplant. Soll ich weitermachen? Wir haben ja gestern gehört, bis nach Ostern heißt es jetzt auf jeden Fall einmal, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus so bleiben, wie sie gerade sind. Und ich koche mir ja täglich etwas und jetzt würde mich einmal interessieren, ob du möchtest, dass ich weiter koche. Die Gerte sagt, ja bitte. Und Gerte, auch wenn du kein Lochblech hast, einfach normal das Knäckebrot am Backblech lassen, du brauchst es nicht umdrehen. Es geht auch am normalen Backblech sehr gut. Aber ich habe das eben und darum nehme ich es dafür. Also schreib mir bitte in die Kommentare, in den Chat, ob ich weitermachen soll. Dann lasse ich mir wieder ein paar Rezepte einfallen. Und wenn du willst, wenn du das für sinnvoll erachtest, oder schreib mir, was du sonst brauchst. Also mir ist es wirklich wichtig, dich in dieser Zeit zu unterstützen. Das heißt, wenn du sagst, das wäre jetzt super, wenn ich das machen kann. Ich suche ein bisschen nach Ideen, wie ich meine Community, meine Fans, meine Social Media Freunde unterstützen kann. Also poste mir gerne, schreib mir in die Kommentare, in den Chat, was brauchst du, was hättest du gerne, wie möchtest du die nächsten 3 Wochen vielleicht nutzen, weil so wie es ausschaut, werden wir 3 Wochen mindestens noch in dieser Situation bleiben. Und die Aufzeichnungen gibt es natürlich auch, also auf Facebook läuft das Ganze, wenn die Technik klappt, immer als Livestream mit. Das hat den Vorteil, dass auf meiner Facebook-Seite Dr. Claudia Nichterl
Ich habe zwei Profile auf Facebook, ein privates mit Claudia Nichterl und eines Dr. Claudia Nichterl Integrative Ernährung. Und auf der Business-Seite Integrative Ernährungsexpertin sind quasi alle Videos. Wenn du meinen Newsletter hast oder wenn du dich registriert hast für diese Online-Kochkurse, da schicke ich auch heute oder spätestens morgen einen Newsletter raus mit einem Link zu allen Aufzeichnungen. Das heißt, falls du meinen Newsletter noch nicht bekommst, registriere dich auf meiner Seite einfach-essen.com und über Newsletter werde ich diese Videos, diese Aufzeichnungen auch teilen, weil ich denke, das ist so wertvoll, das soll nicht verloren gehen. Und wie gesagt, die große Frage ist, soll ich weitermachen? Soll ich täglich weitermachen? Oder reicht dir einmal in der Woche? Schreib mir einfach deine Meinung und deine Ideen und jetzt schaue ich einmal, was da so kommt schon. Ja. Also ganz großartig aus Osttirol. Ah, die Hermine, die hat gestern schon den Teig angesetzt. Das ist natürlich auch eine gute Idee, es anzusetzen. Aber der Trockengerm war abgelaufen und hat anscheinend nicht mehr gut gestartet. Ich würde es trotzdem backen, Hermine. Ich glaube, vielleicht geht es dann noch ein bisschen auf, wenn die Wärme dazu kommt. Und dann sind es halt mehr Dinkelfladen und nicht Dinkelbrötchen. Fürs Knäckebrot so dünn auswalken, habe ich jetzt noch nie probiert. Also ich würde es so fladenartig machen. Also so runde Knödelformen und dann mit der Hand zu pressen. Und wenn es nicht aufgeht, hast du gute Fladen, die du auch zu einer Suppe gut dazu essen kannst. Ja. Inge, danke für deine Rückmeldung. Ja. So, ja, Eva, ich sehe alles, was du schreibst. Also gerne was hineinschreiben. Und wie gesagt, wenn der Germ, die Hefe aus ist und du keine Trockengerm hast, auch mit Backpulver kann man backen. Das ist, hat zwar vom Geschmack her ist es ein bisschen anders. Also das Gute an Hefe und Germ ist ja auch dieser malzige Geschmack, der verstärkt wird. Aber zur Not kannst du auch ein normales Backpulver nehmen. Das geht auch sehr, sehr gut. Super, manche kochen mit aus Dürnstein. Großartig. Ja, den Teig mit der Hand kneten. Sorry, dass ich da nicht reingeschaut habe. Ja, so 2 Minuten in etwa, dass er halt auch geschmeidig wird. Also das hängt davon ab, wie oft du in der Minute, also das dauert wirklich nur 1, 2, 3 Minuten. Die Inge backt auch selber. Die Erika macht es zum ersten Mal. Ja, viel Freude damit beim ersten Mal Brot backen. Und die Brigitte sagt eh so schön, jede Krise hat eine Chance. Wieder mehr selber backen. Also ich sehe das jetzt auch so. Wir sind zu Hause, wir hetzen nicht draußen herum von einem Termin zum anderen. Nutz wirklich die Zeit, dich gut zu ernähren. Ich merke, ich habe jetzt schon ganz einen tollen Rhythmus auch mit frühem Abendessen, weil ich stehe ein bisschen früher auf in der Früh. Das geht sich jetzt super aus, dass ich auch früher Abend esse. Ich schlafe besser. Also das ist ganz, ganz ganz großartig, wenn man da jetzt einmal so wirklich so seine Routinen, seinen Tagesrhythmus finden kann. Auch fürs große Brot 250 Grad, fürs kleine etwa 200 Grad. Danke, Abraxa, 7 Gramm ist ein Backerl Trockenhefe. Habe ich wieder was dazugelernt. Also nimm ruhig das ganze Backerl. Ja, mit Pizzaroller geht es auch gut zum Auseinanderschneiden. Ihr seid ja schon die vollen Profis. Ich finde das so schön, diesen Austausch. Die Inge macht schon seit langem Knäckebrot. Gute Idee, Inge, dass du sagst, du bringst das auch als Geschenk mit, wenn du wohin gehst. Super. Und ihr wollt, dass ich weitermache? Okay. Meine Nachbarn werden sich freuen, weil ich koche immer 3 bis 4 Portionen und allein kann ich nicht so viel essen. Und ich habe zum Glück ganz liebe Nachbarn, denen stelle ich jetzt immer ein Essen vor die Tür. Ja, super. Wenn du keinen Dampfgarer hast, gerne eine Schüssel mit Wasser rein oder aufheizen das Backrohr und dann so eine Tasse Wasser hineingeben im Backofen. Also dass es wirklich so ein bisschen sprüht und dann die Tür zumachen. Dann bleiben diese Schwaden, dieser Dampf drinnen. Ja, ich freue mich so, dass ihr alle sagt, ich soll weitermachen.
dann mache ich das, weil mir tut es eben auch gut. Wie gesagt, es zwingt auch mich, mich ein bisschen hübsch zu machen, gescheit anzuziehen und nicht nur im Jogginganzug hier im Homeoffice herumzuhängen. Ich habe heute in der Früh schon überlegt, wie das sein wird, wenn wir jetzt wochenlang nicht zum Friseur gehen können, wie wir dann alle ausschauen. Auch Fingernägel, da habe ich zum Glück jemanden, der mir die immer macht. Muss ich mir auch schon langsam überlegen, wie ich das selber hinkriege. Also ich bin auch für Tipps dankbar, wie ihr das jetzt so macht. Und ich glaube, da sehen wir auch wieder, wie dankbar wir sein können, dass wir Menschen haben, die uns die Haare schneiden, die uns die Nägel machen. Wir haben jetzt Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, alle, die im Spital und Krankenwesen arbeiten. Also wir sehen jetzt wirklich, und das sehe ich sehr positiv momentan, wir sehen wieder, wie wichtig die Gemeinschaft ist, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, dass jeder etwas dazu beiträgt, dass wir einfach so ein großartiges Leben führen, wie es ich seit 5 Jahrzehnten führe, weil ich habe ja alles. Ich habe nie Not erlebt und ich habe immer fließend Wasser aus der Leitung gehabt, hatte in der Schule Lehrer, habe Freunde, habe ein tolles Umfeld und ich finde das jetzt wirklich spannend. Ich habe heute in der Früh echt an meinen Friseur gedacht und habe mir gedacht, hey Wahnsinn, seit 25 Jahren macht er mir regelmäßig die Haare und jetzt weiß ich gar nicht, wann ich das nächste Mal hingehen kann. Und also mich berührt das schon auch sehr, zu sehen, wie schön es ist, dass wir andere Menschen haben, die etwas für uns tun, mit ihrer Dienstleistung, mit allem. Und ja, werden wir sehen, ob wir dann alle ja, wieder Naturhaare haben, die halt einfach wachsen, wie sie sind, oder ob wir selber wieder anfangen, Haare zu schneiden. Ich weiß, ich habe meinem Bruder mal die Haare geschnitten. Da war er so 8 oder 9. Besonders glücklich war er nicht damit. Und dann habe ich auch nie wieder Versuche gemacht, mit Familienmitgliedern die Haare zu schneiden. So, welche Fragen gibt es noch? Die Evelyn sagt, sie ist eine Antiköchin und das ist recht hilfreich. Ich sage immer, es gibt keine Antiköche. Ich habe es ihr am Dienstag, glaube ich, schon erzählt. Ich habe nie kochen gelernt. Ich komme aus einer Familie, wo auch die Mama mich nie sehr gezwungen hat zu kochen. Da war eher, dass ich beim Geschirrwaschen helfe. Und ich habe jetzt schon 27 Koch- und Ratgeberbücher geschrieben, obwohl ich nie kochen gelernt habe. Lang war mir das peinlich, aber inzwischen sage ich, wenn ich Kochbücher schreibe, ohne dass ich kochen gelernt habe, dann kannst du dir auch dein Mittagessen, dein Abendessen, dein Frühstück kochen. Es geht einfach, also für mich gibt es immer diesen Satz, ich kann nicht kochen, sage ich immer ein bisschen provokativ, kannst du nicht oder willst du nicht? Weil es hat nichts mit Können zu tun. Wenn man will und wenn man in diese Achtsamkeit geht, dass man sagt, ich möchte mir selber was Gutes tun, mit einem frisch gekochten Essen, mit heute mal einem selbstgebackenen Brot, dann gibt es kein Perfekt oder ich kann es nicht, sondern dann tust du einfach, egal wie es ausschaut. Ja? Und wenn wir schon von den Kochbüchern sprechen, ich verlose heute wieder 3 Kochbücher für alle, die Fotos posten von ihren Werken, von Knäckebrot und Dinkelbrot. Es gibt wieder ein Powerfood für Schule und Beruf, dann einmal Grundlagen, neue 5-Elemente-Küche und einmal Power-Frühstück. Ich bin ja auch Expertin für typgerechtes Frühstück und in dem Power-Frühstück-Kochbuch findest du alle Infos. Und wenn du eines dieser Kochbücher möchtest, dann poste auf Social Media, dass du heute hier mitgekocht hast und verwende auch den Hashtag Der Mund ist das Tor zur Gesundheit. So, ja, ich soll weitermachen. So viele Fragen kommen rein. Ah, die tibetische Rettichsuppe. Okay, Challenge angenommen, liebe Elisabeth. Dann werde ich eine Rettichsuppe einplanen für nächste Woche. Okay, ich koche weiter. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde heute Rezepte zusammenstellen und ich hoffe, dass wir das mit dem Layout heute alles schaffen, dass am Abend ein Newsletter rausgeht. Ich plane für morgen was ein, wo ich davon ausgehe,
dass ihr die Zutaten zu Hause habt. Ich schaue mir noch an, wenn du schon dieses PDF von mir hast mit der Einkaufsliste und Rezepte, ich mache morgen auf jeden Fall ein Rezept von dieser Liste, die du schon hast, weil da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du alle Zutaten hast, falls du heute nicht mehr einkaufen gehst. Wir sollen ja nicht zu viel rausgehen. Und es kommt heute oder spätestens morgen Vormittag dann eine Info, wo ich gleich für die ganze Woche sage, was ich an jedem Tag koche. Dann kannst du das gut für dich einplanen. Und dann sehen wir uns wieder jeden Tag um 12. Also es hat jetzt niemand Nein gesagt, sondern alle Ja. Dann kann ich irgendwie nicht aus. Okay, vielleicht jeden zweiten Tag. Einmal in der Woche ist viel zu wenig. Okay, am liebsten jeden Tag. Ja, super. Das Knäckebrot so 25 bis 30 Minuten backen. Meine liebe Christa, so in etwa. So, der Kurs ist ein Pflichttermin, ein erfreulicher Fixpunkt. Genau so ist es gedacht, dass wir ein bisschen einen Fixpunkt haben, dass wir ein bisschen Zerstreuung haben und nicht nur grübeln. Und ich freue mich sehr, wenn ich da deine Laune ein bisschen heben kann. So, okay. Eva, bei mir werden die Flüssigkeiten in Gramm gemessen, weil ich die Waage direkt in der Küchenmaschine habe und es so einfacher ist. Du kannst es aber ziemlich 1:1 auf Milliliter umrechnen. Nur beim Öl müsstest du eine Umrechnungstabelle nehmen. Also wenn ich sage 250 Gramm Wasser, kannst du auch in etwa ein Viertel Liter Wasser nehmen. Die Fladen auch bei 200 Grad, so wie die Brötchen. Okay, Helga, freut mich, wenn ich dich glücklich mache, weil wir weiter kochen. Ich hole jetzt die Brötchen und zeige sie dir. Wow. Also, bei mir duftet es in der Küche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich hoffe, dass die genauso schön aufgegangen sind. Und ich nutze jetzt natürlich gleich das Backblech, die Wärme und gebe so etwa 25 Minuten das Knäckebrot hinein. Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Ihr habt mich überzeugt, dass ich weitermache. Das heißt, wir sehen uns morgen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstagnachmittag und ich hoffe, wir sehen uns morgen hier wieder live. Tschüss!